Sabine Ball, sie hat ungewöhnliche Stationen in ihrem Leben. Als Flüchtling erlebte sie die Bombennacht 1945 in Dresden. Als junge Frau gründete sie in Amerika eine Hippie-Kommune, um jungen Drogensüchtigen zu helfen. Sie wurde zur Christin. Und nach der Wende kam sie zurück nach Dresden mit 67 Jahren. Und hier hat sie eine neue soziale Aufgabe gefunden, wohl die ihres Lebens. Nun wird ihre Geschichte in einem Musical erzählt. Eine Gemeinschaft von Menschen, die, um Gott zu ehren, fröhlich miteinander singen. Das hätte ihr gefallen, ihr Sabine Ball. Kurz vor der Aufführung ein letztes Warm-up für das Musical Die Millionärin. Als junge Frau führte der Weg die gebürtige Königsbergerin von Dresden nach Florida. Dort heiratete sie einen Millionär. Jahrzehnte später kümmerte sie sich um Straßenkinder in der Dresdner Neustadt. Aus dieser Zeit noch kennt sie Norbert Binder, den Leiter des Pauluschores aus Königswartha. Jeder, der mit ihr Kontakt hatte, wusste, da ist eine Liebe da, ja, eine Annahme. Und das haben wir oft so nicht. Ja. Also man geht zu jemand und redet mit dem, aber bei der wusste man, ja, die mag mich. Ja. Und das kam von innen, das war nicht gemacht. Dieses oberflächliche Leben von einer Party zur nächsten und der Alkohol. Es muss doch mehr im Leben gehen. Eine Lebensgeschichte wie ihre ist geradezu für ein christliches Musical geeignet, dachte er sich und begann zu schreiben. Nach anderthalb Jahren Probe führte es nun der Laienchor auf, in der Lausitzhalle in Hoyerswerda. Alle 80 Sänger, Darsteller und Musiker ziehen an einem Strang. Dennoch ist die Aufregung groß. Das Schlimmste wäre natürlich, es fällt jemand aus, der wird krank. Das ist das Allerschlimmste, dass dann irgendeine Rolle nie besetzt ist. Ansonsten, was ganz schlimm sein kann, wenn irgendeine Requisit, also wenn irgendwas fehlt. Also auf der Bühne ist das alles ordentlich zusammengestellt und es fehlt irgendwas. Das ist grauslich. Also die Leute, die würden, glaube ich, vielleicht das nicht unbedingt merken, aber man selber denkt sich, wo ist das Teil? Ich wandere aus nach Amerika. Was aber denkt sich die Hauptdarstellerin über ihre Rolle? Monika Noack hat sich intensiv mit dem Leben dieser besonderen Frau auseinandergesetzt. Sie sagt, es sei für sie eine Ehre, diese Rolle singen zu dürfen. Die Botschaft überzeuge sie. Also sich in sich selbst einfach sicherer zu sein. Also nicht so viel darauf zu geben, was andere vielleicht auch denken, sondern einfach ja, sich selbst zu überlegen, was will ich in meinem Leben, wo soll es hingehen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal was anderes macht und dann feststellt, das ist doch nicht das, was ich will, sondern dass man auf der Suche sein kann und das ist auch schön. Heute begeistert der Pauluschor aus Königswartha wieder in der Lausitzhalle in Hoyerswerda. Das verrückte Leben der Sabine Ball. Eine Geschichte, die eben mitreißt.